Ich möchte heute mit euch zwei Tangles malen. Und zwar einmal Ando oder Ando. Ando. Ando und Dude oder Dude. Ist auch nicht, wie man das jetzt ganz genau ausspricht. So. Genau, und wir fangen wieder an, erst mit dem Bleistift. First we start with a graphite pencil. And put four dots in the corner. Und dann locker verbinden. So. So. Dann zeichne ich hier die Flächen, teile ich die Flächen nochmal ein, ungefähr von hier bis hier. Und leg den Bleistift weg. Now we use our black fine liner. This one is a Micron 01. Und jetzt zeichnen wir das Tangle Ando ein. Ich drehe jetzt meine Kachel und fange von dieser Seite aus an. Ja, das ist richtig. Ziehe jetzt hier eine Ellipse rein, etwas schräg in die Fläche und hier schließe ich wieder. Dann von der anderen Seite starten. Ziehe hier auch wieder eine Ellipse rein und schließe hier wieder. Hier meine zweite Ellipsenform. Und von hier starte ich auch wieder. Ziehe die Linie bis zu meinem Bleistiftstrich und schließe die Form. Und dann noch ein letztes Element. Ziehe die Linie bis hier an das vorherige Ellipsenelement, stoße und schließe die Form. Jetzt, sorry, jetzt male ich hier in die Zwischenräume, fülle ich mit Linien, ja, so eine V-Linie, eine geschwungene, und dann versetzt weitere Linien nach unten. So. Und dasselbe auf der anderen Seite. Und turn your tile. The same from the other side. Here. Take off and land. Take off and land. Genau, der Stream wird gespeichert, 24 Stunden. Danach werde ich den auch wieder auf IGTV verfügbar machen. Und
Und auch hier in der letzten Form, take off and land. Und von der anderen Seite zieht die Linie, gut aufsetzen und durchziehen. Und auch hier am Ende ziehe ich eine Linie bis hier unten hin, das Ende meiner Border. The same from this side, take off and land, limit curvy, and here in the ellipsen form. Male ich jetzt hier einen kleinen schwarzen Kreis. Dann ziehe ich hier eine Linie, eine geschobene Linie, hier die äußere Form und drehe die Kachel, nehme Schwung auf und ende hier. Dann wieder einen schwarzen Kreis, hier ein bisschen Schwung und ende hier, noch eine zweite Linie und dasselbe von der anderen Seite. Also man könnte die beiden auch wechseln, also dass man unterschiedlich die lange Linie hierhin macht und die zwei anderen Linien hierhin. Aber jetzt habe ich schon so angefangen, jetzt mache ich auch so weiter. Also schwarzer Kreis, dann hier zwei geschwungene Linien und einmal von der anderen Seite, zack, und auch hier in dem letzten Element, vielleicht noch ein bisschen größer, das ist ungefähr gleich groß sind, so that they have almost the same size, these little orbs. Okay. Und hier. Bei den Zwischenelementen gehe ich noch hin und male die Ecken schwarz aus. Also runde quasi hier diese Spitzen ab. Schwarz ausmalen, hier so kleine Stege hinmalen und vielleicht kann man die auch hier so leicht verbinden. Schwarz ausmalen, also gut ausmalen, sodass keine weißen Blitzer entstehen. Hier. Und das Ganze auf der anderen Seite. Ja, wie so Füßchen, die sich da abstützen. Schwarz ausmalen. Ups. Das ist jetzt ein bisschen Fleißarbeit. Und auch hier. Auf jeder Seite, auch hier im oberen Bereich, einfach
die Spitze sozusagen abtrennen und schwarz ausmalen. Gut ausmalen, dann sieht das gleich ordentlich und sauber aus. Fill it with black and don't let any white spots. Don't let any white spots in these little shapes. Same here on this side. Turn your tile and don't forget to breathe. Ausmalen. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt noch diese Seite. Schön die Spitze abrunden, dann hier schließen. Ausmalen. Ja, nimm dir einfach Zeit dafür, diese kleinen Elemente auszumalen. So. Und die Kachel immer drehen. Das ist total praktisch. Dann kann man die sich so hindrehen, dass sie einem gut liegt. So, und am Ende noch hier diesen Element. Schön die Ecken abrunden, schwarz ausmalen. So, dann genau hier fehlt dann noch was. Vielleicht mache ich hier auch noch mal eine fettere Linie, dass es ein bisschen runder wird. So, vielleicht noch ein bisschen mehr. Upsa. Genau. So, die Linie integrieren, dass da keine Zipfelchen rausstehen. Und damit haben wir jetzt unser Ando fertig. Jetzt ergänzen wir Dude. Ich hoffe, ich sage das einigermaßen richtig. Genau. Und Dude kommt jetzt hier entlang. Hier an beiden Seiten werde ich das zeichnen. Dazu gehe ich hin und ziehe hier erstmal so einen Strich, der in einer, kann auch in einer Kugel enden. Muss jetzt nicht, das ist bei mir jetzt eher tropfenförmig. Kann aber auch in einer Kugel enden. Dann das nächste Element ist sozusagen dasselbe, nur in die andere Richtung. Und schön schwarz ausmalen. Und dann wieder dasselbe von der Seite.
und es dreht sich nach rechts oben. Also so eine S-Kurve und dann am Ende wieder diese Tropfenform. Und hier wieder nach innen. So. Das ist jetzt je nachdem, wie lang ihr diese Stängel macht, unterschiedlich viele. Also es kann, das letzte kann sich auch nach da drehen. Das ist jetzt hier kein Muss, dass es jetzt so aussieht. Auf der anderen Seite fange ich jetzt von hier an. Beziehungsweise kann ich es eigentlich immer erst, mache es immer erst nach rechts. Also mache es hier auch nach rechts. Schön ausmalen. Dann hier biegt sich es nach links. Ausmalen. Die Linie auf, biegt sich nach rechts. Ausmalen. Und dann hier nach links. Ah, ich versuche noch mal ein letztes Element nach rechts biegen zu lassen. Ah, ich muss jetzt hier anfangen. So. Und zack, biegt sich das nach rechts. So, jetzt male ich noch eine Aura drumherum. Fangen wir hier an. Hier kurz, stoppe ich kurz. Und dann hier entlang, hake hier kurz ein, dann hier, bis ich unten ankomme. Hier lasse ich das offen und von hier oben führe ich auch nach innen eine Linie. So, ignoriere jetzt erstmal die Formen daneben. Ziehe das jetzt einfach durch und ende hier unten. Und das Ganze auch von der anderen Seite. Kann ich jetzt auch hier anfangen. So. Ich folge der Form. Und wandere so nach unten. Und hier, das lasse ich so offen. Und das Ganze auch von der anderen Seite. So. Zieh die Linie nach unten. Okay. Ja. Hier oben ergänze ich noch ein paar. Kügelchen. Dann habe ich hier auch eine geschlossene Form. Hier vielleicht auch noch welche. Some orbs to close here the space. Then I can fill it with black. So fill this one with black. Maybe I take a bigger one. This is a PN, micron PN black. Because, oh, I think this was wrong. I close it here. So this is my space.
Yes, sometimes you get confused about all these lines. Genau, wie schon gesagt, der Stream wird 24 Stunden online sein. Und wenn es klappt, werde ich das dann auch auf IGTV hochladen. Und hier ergänze ich noch eine Blüte quasi. Dann kann man das hier schwarz ausmalen. Das ist ein bisschen. Ja, hier werde ich hier die Kügelchen auch noch integrieren in die schwarze Fläche. So. Dasselbe jetzt von der anderen Seite. Vielleicht kann ich hier auch noch Kügelchen ergänzen, dass es nicht allzu schwarz ist. Fill it with black. Hallo Norwegen. Super, dass ihr alle dabei seid. Freut mich sehr. Wir haben ja auch morgen einen Feiertag hier in Deutschland. Aber irgendwie sind ja auch alle Tage gleich. Im Moment im Homeoffice. Gut, natürlich muss man auch arbeiten, ist klar. Aber ja, Tage verschwimmen. Hier, das werde ich jetzt auch noch schwarz ausmalen. Dann haben wir das gleich. Ich bin jetzt auch nicht so der Ausmalfan, aber ich muss sagen, das sieht dann doch besser aus, wenn man dann noch so ein paar schwarze Flächen hat, schwarze Akzente. Okay, this one, the last one, hier. Gleich geschafft. Lass mich hier vermalen. Zack, noch das Ende. Ja, das sieht doch gut aus. Dann habe ich mir noch überlegt, hier eine Linie zu ziehen, hier von diesem Äußeren. Ziehe ich hier die Linie nach. Und komme auch von hier oben. Hier habe ich jetzt noch einen schwarzen Kreis eingemalt. Dann wiederhole ich die Linie nochmal. Führe hier drumherum und schließe hier. Okay, here I draw a line, follow the graphite pencil line and close it here. Here I'm going to add another orb, black one. Then a second line, which auras the first one. And close it here. I think this one I integrate in my black one. And I add some dots side.
and some here. And now I'm going to shade. I take my graphite and fill this shape. You do set some graphite here and here, and the tortillon I'm going to. Das heißt, verteile noch Englisch? I don't know. Also, ich verteile es hier, den Bleistift, Farbe. Dann hier. Da kann man hier so ganz zart ein paar Strichlein hinsetzen und dann mit dem Tortillon drüber wischen. Schön die Fläche rein verteilen. So, mal gucken, was hier. Also dadurch, dass ich hier schon Bleistiftfarbe, dass der schon Bleistiftfarbe angenommen hat, kann ich hier ganz gut einfach weiterwischen. Und genau, diese Seite. So. Auch schön reingehen, drüber wischen. Und hier bei diesen Blüten nehme ich einmal hier den mittleren und dann jeden zweiten quasi. Oh, hier ist mehr. Auf der einen Seite sind mehr Blüten als auf der anderen. Kann mal passieren. Lasse ich eine frei, also eine weiß und eine. Okay, gracias. The same here on this side. I leave one white and the other one I do fill with the graphite. Color. Und auf der anderen Seite. Same. Fläche male ich jetzt außen eine Schattenlinie. I add some graphite here to do my shading and some outside. Dann wieder verteilen mit dem Papierwischer. Man kann es jetzt auch gut hier in die helle Fläche reinziehen. Also hier einfach dunkler lassen, hier an der schwarzen Linie, an dem Tangle. Und dann in das Helle reinziehen. Ja, ein bisschen lockerer reinmalen. Einfach leichter den Papierwischer bewegen, leichter über das Papier bewegen und das Ganze auf der anderen Seite. Yes, thank you for your nice words. Okay, hier. Bleistift entlang fahren. Und dann wieder mit dem Papierwischer reingehen und das hier in das helleren Bereich ziehen.
einfach leichter über das Papier gleiten lassen und hier ein bisschen stärker drücken. Das ist einfach dunkler und hier wird es heller. Hier oben kann der Schatten dann noch weitergehen. Bei den Außen, mit diesen äußeren Formen kann man auch hier unten einfach ein bisschen Bleistift hinsetzen, dann hier in das Helle so reinziehen. And on the other side the same. Und hier kann man noch mal ein bisschen dunkler werden hier in diesem Bereich. Ein bisschen mehr Kontrast. Habe ich ein bisschen mehr Kontrast hier drin. Hier auch. Kann man einfach mal testen. Wie sieht es denn aus, wenn ich das hier mal ein bisschen dunkler noch mache? Ja. So, das ist auch gleich schon fertig. Jetzt habe ich hier noch die Idee gehabt, die Namen der Muster reinzuschreiben. I'm going to write the names of the tangles. Natürlich mit möglichst schöner Schrift. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt hier live. Also einmal Dude. Oder Dude. Dann das W. W. And D. At the end. Okay. A bit smaller the last one. That's all handmade. Add some dots. Maybe here. Don't worry, you can watch the video 24 hours. No panic. This side I add undo. Oh, undo. It's not a U. Undo. A-N-D. Okay. Okay, some dots. And here. Hello, Maria. Maria and Simona. Nice to have you here all together. Okay, that's it. And of course my name, Iris. Hey Maria, hi. And I tried another one with colors. Like with watercolor pencils and another one. Thank you, Maria. With this Zen embossing from Zen Linnea. I think she invented this technique.
And yeah, I tried it on this one also. Okay, maybe can show all the three ones. Yeah, not too much space here. It's black and white, watercolors and Zen embossing. Okay, thank you for watching. And maybe see you next week. You can follow the video 24 hours. And maybe I put it on IGTV if it's possible. And have a nice evening, have a nice weekend, and stay healthy and safe. Bye bye. Thank you very much. Thanks. Bye.